Natürliche Antibiotika oder Heilmittel gegen Infektionen sind manchmal ausreichend, um bestimmte Beschwerden zu behandeln. Nicht immer ist es notwendig, auf Arzneimittel zurückzugreifen. Du solltest dich allerdings ärztlich beraten lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Antibiotika waren im 20. Jahrhundert die medizinische Revolution und werden seither gegen verschiedenste Infektionen verwendet. Die falsche Verwendung von Antibiotika hat jedoch dazu geführt, dass gewisse Bakterienstämme resistent werden. Deshalb ist es grundlegend, Arzneimittel nur dann einzusetzen, wenn sie tatsächlich notwendig sind. Es gibt nicht nur Arzneimittel mit antibiotischer Wirkung, auch mit bestimmten pflanzlichen Substanzen können Infektionen behandelt werden. Diese werden in ihrer natürlichen Form schon lange verwendet, doch wenn man sie isoliert einnimmt, verlieren sie oft ihre Wirksamkeit. Der Vorteil von antibiotisch wirkenden Pflanzen ist, dass diese gleichzeitig das Immunsystem stärken, Krankheitserreger reduzieren und abwehren. Die Selbstmedikation mit konventionellen Antibiotika, eine zu hohe Dosis oder die Unterbrechung der Behandlung kann das Problem verstärken. Wir empfehlen dir deshalb in leichteren Fällen folgende Hausmittel, die sehr wirksam sein können. Lasse dich auf jeden Fall von deinem Arzt beraten. Erstens natürliche Antibiotika, Aloe Vera, Honig und Zitrone. Diese vorteilhafte Eigenschaft ist auf die darin enthaltenen Wirkstoffe, beispielsweise Salicylsäure und Magnesiumlactat, zurückzuführen. Damit werden Schwellungen und Schmerzen gelindert. Darüber hinaus wirkt Aloe Vera auch äußerlich ausgezeichnet. Damit kann die Wundheilung beschleunigt und die Regeneration der Haut gefördert werden. Auch bei Erkältungen und Juckreiz im Hals ist diese Heilpflanze sehr wirksam. Honig enthält das Peptid Bifenthrin 1, das antibiotisch wirkt. Die Zitrone wirkt schleimlösend und antiviral, deshalb können damit auch Erkältungen behandelt werden. Ein Esslöffel Aloe Vera Gel, 15 g. Das Aloe Gel mit dem Zitronensaft und dem Honig im Standmixer verarbeiten. Danach nimmst du von diesem Hausmittel einen Esslöffel pro Tag. Nach 3 Tagen wirst du bereits positive Resultate erzielen. Anmerkung: Schwangere Frauen und Kinder unter 8 Jahren sollten dieses Hausmittel nicht einnehmen. Zweite natürliche Antibiotika, schwarzer Senf in Pulverform. Wenn du an einer Erkältung leidest, kannst du deine Füße in schwarzem Senf baden. Warum? Schwarzer Senf hat die Eigenschaft, die Körpertemperatur zu erhöhen und Schadstoffe auszuleiten. Darüber hinaus wird damit die Durchblutung gefördert und die Transpiration des Körpers verbessert. Verwende dieses Hausmittel bei den ersten Symptomen, damit die Krankheitserreger keine Chance haben. Ein Esslöffel schwarzer Senf in Pulverform, 10 g. Den Senf in das heiße Wasser geben und gut verrühren. Bade deine Füße darin 15 bis 20 Minuten lang. Anmerkung: Du solltest darin nicht zu lange baden, um Rötungen, Schwellungen oder im schlimmsten Fall Blasen zu verhindern. Dritte natürliche Antibiotika, Saft mit Orange, Karotte und Bierhefe. Du hast Halsschmerzen?
Karottensaft ist reich an Vitamin A und hat basenbildende Eigenschaften. Er wirkt auf den Organismus stimulierend, feuchtigkeitsspendend und reinigend. Die Orange wiederum wirkt stark antioxidativ und desinfizierend. Und was hat Bihefe zu bieten? Damit kannst du das Abwehrsystem des Organismus stärken, denn Bihefe enthält viel Vitamin B und Zink. Orangen und Karottensaft vermischen und die Bihefe dazugeben. Trinke dieses Hausmittel morgens auf nüchternen Magen. Du kannst damit nicht nur Halsbeschwerden lindern, sondern auch deine Lungen pflegen. Dieses Hausmittel ist perfekt bei allergisch bedingten Nasenbeschwerden oder Sinusitis. Die Ananas enthält sehr viel Wasser und kann deshalb auch bei Flüssigkeitsretention und zur Ausleitung von Schadstoffen sehr hilfreich sein. Darüber hinaus ist diese exotische Frucht für den darin enthaltenen Wirkstoff Bromelain bekannt. Dieses Enzym ist unter anderem bei einer verstopften Nase sehr wirksam. Du kannst Ananas in Scheiben über den Tag verteilt essen oder morgens einen frisch zubereiteten Ananassaft trinken. Fünfte natürliche Antibiotika: Thymian, Salbei und Zitrone. Um Infektionen vorzubeugen, kannst du mit diesem Hausmittel regelmäßig gurgeln. Thymian und Salbei wirken antiseptisch und bekämpfen Krankheitserreger, die gerne bis in den Hals oder die Lungen vordringen. Die Zitrone enthält Säuren, welche schleimlösend wirken und das Kratzen, Reizungen und Schmerzen im Hals lindern. Das Wasser zum Kochen bringen und damit die Kräuter überbrühen. Lasse diesen Aufguss 10 Minuten lang ziehen und gieße ihn danach durch ein Sieb. Gib jetzt den frisch gepressten Zitronensaft dazu. Mit diesem Hausmittel gurgelst du bis zu dreimal täglich jeweils eine Minute lang. Wiederhole diese Behandlung jeden Abend, bis die Beschwerden verschwinden. Zimt wirkt ausgezeichnet gegen Infektionen, denn dieses aromatische Gewürz zeichnet sich durch antibakterielle, entzündungshemmende und schweißtreibende Eigenschaften aus. Zimt duftet nicht nur köstlich, er ist auch bei Atemwegserkrankungen, Erkältung, Allergien und anderen Beschwerden von großem Nutzen. Eine Zimtstange oder ein Teelöffel Zimtpulver, 10 g. Es empfiehlt sich, für dieses Hausmittel eine Zimtstange zu verwenden. Achte darauf, dass es sich dabei um den qualitativ hochwertigen Ceylon-Zimt handelt. Bereite dir damit einen Aufguss zu, den du nach Wunsch mit Honig süßen kannst. Du kannst diesen Tee am Morgen oder vor dem Schlafengehen trinken. Achte darauf, ausreichend Proteine sowie Obst und Gemüse in deine Ernährung einzubauen. Probiotika sind nicht zu vergessen, denn damit kannst du deine Darmflora gesund halten. Überlege dir, ob eine Impfung sinnvoll ist. ZB. Grippeimpfung. Lasse dich von deinem Arzt beraten. Verwende antibakterielle Produkte und achte auf eine hygienische Umgebung.